Ja, hallo Freunde, ich habe das Video über Ägypten zweigeteilt, weil es dann doch zu lang geworden ist. Hier nun der zweite Teil von Ägypten. Wer weiter dabei sein möchte, der klickt einfach unten da auf den Rucksack und genau, abonniert den Kanal und ist dementsprechend dann auch bei den nächsten Videos mit dabei. Ja, dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß bei diesem Video und dann bis bald. Okay, ich mache mal eine kleine Tour mit euch. Das ist so kompliziert. Ja, so sieht ein frisch gebackener Millionär aus. Alles, was einmal nass wird, wird nicht mehr trocken. Klitsch. Das. Die Leute, die entstehen von dem Wasser. Ich hab keine Ahnung. Das ist nicht immer einfach. Da hat er gesagt, nö, das geht so nicht. Ja, die letzten Tage waren volles Programm. Den Sonnenschein genossen und einige Sachen erlebt. Wir waren schnorcheln und mit der Banane unterwegs, in der einheimischen Disco. Das heißt, ja, die eine oder andere Nacht war dann doch schon recht kurz. Zwei Nächte waren mit nur 2 oder 3 Stunden gegeben. So, ja, das heute erstmal ausschlafen auf dem Programm stand. Jetzt war man noch beim Frühstück und ja, jetzt habe ich noch ein kleines bisschen Zeitraum. Und dann geht es auch schon los auf Safari mit dem Jeep. Und ja, dann nehme ich euch natürlich auch dort wieder mit. Ja, ich bin immer noch auf Safari. Die Jeep-Tour und die Quad-Tour haben wir hinter uns gebracht und wir befinden uns jetzt hier im, ja, inmitten der Wüste irgendwo in einem Nomadendorf und ja, das Ganze schauen wir uns jetzt mal zusammen an.
Ja, das war es von mir aus dem Nomadendorf. Die Lichtverhältnisse sind jetzt nicht mehr so optimal, aber gleich gibt es noch eine Feuershow, da gibt es auch noch ein paar Bilder davon. Und ja, dann fahren wir zurück in die Unterkunft. Ja, also das war's von mir aus Ägypten. Wer weiter dabei sein möchte, der klickt hier unten einfach auf den Rucksack und ist ja dann bei jedem anderen Video mit dabei, wird informiert über das, was passiert. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und großartiges Leben. Ciao, euer Jens.